Nee. Obwohl, hier kann ich ja auch noch hoch. Okay, ich muss hier runter, anscheinend. So. Jesus. Das war ein Fehler. Ich hab's echt versaut. Ich wollte doch nur raus. Bin nicht. Ein Neuanfang. Nur ich und Emmy. Oh Gott, wie konnte ich nur. Diese Typen haben ihre Augen überall. Die wissen alles. Die wussten von jedem beschissenen Teil, das ich mal irgendwann gekauft habe. Dieses verfluchte CTOS. Einer hat angerufen und gesagt, wenn ich nochmal was versuche, bringt sie meine Frau um. Fuck. Hab's ihr nie gesagt. Aber sie hat mich gedrängt. Lass uns gehen. Die Stadt verlassen. Die dachte, mein altes Leben würde mich wieder einholen. Die hat ja keine Ahnung, wie recht sie damit hatte. Eieiei. Der Maurice. Haben wir hier? Oh, der Feuerwehrmann! Die Feuerwehr! Da habe ich schon einiges miterlebt. Mit der. Gut, was kommt als nächstes? Ich glaube, ich mache gleich dieses Gangversteck. Und hier noch links haben wir noch was zu tun. Naja, auch noch schnell. So. Ja, alles. Alles voll. Nice. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Candy ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Okay. Einfach unterbrochen. Hier ist auf jeden Fall was. Gut, dann haben wir wieder so einen Einbruch. CTOS-Einbruch. Das kann manchmal knifflig sein. Schauen wir mal. Ja, der Lift wahrscheinlich, oder? Sieht mir sehr verdächtig aus. Ein kleiner Lift. Komme ich da hoch? Boah, ich glaube, ich fahre da gerade umsonst hoch, oder? Oh ja. Nein. Nein, 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 Hacken! Nein, nein! Nein! Fahr wieder hoch! Das braucht so lange! Alter Schöne. Komm jetzt. So, jetzt aber.
Ab wann kann ich hier runterspringen? So, jetzt glaube ich. Nein. Das wäre gegangen. Na, warte mal so. Das wäre doch gerade noch gegangen. Ja. So, eines fehlt noch. Oh, na, 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 na. Hier. Dann muss ich da irgendwie hoch. Wir haben jetzt alles geklärt. Wir haben es auch. Obwohl, ich glaube es irgendwie nicht. Das muss da auch gehen. 2 Minuten noch. Oh, oh. Hier mit dem Lift vielleicht oder hier. Kamera. Ja. Nice. Okay. Gut. Und hier gleich das Gangversteck. So viele Arschlöcher streiten sich um die Abfälle, dass ehrliche Leute einfach keine Chance mehr haben. Da muss mal jemand ein Zeichen setzen. Oh yeah. Es geht wieder los. Die Gangs in Chicago sind nicht sicher vom Rächer. So, da fahre ich gleich mit dem Auto hin. Der Rächer recht. So, gleich mal einen Scan. Ist schon direkt einer. Meine Ohren, meine. Puff. Nein, 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 mich sieht keiner, mich sieht keiner. Oh, da sind aber einige. Irgendwie gibt es hier keine Kameras. Was ist da los?
denn los hier? Wir sprengen. Probier es einfach hier vielleicht. Das ist mies hier. Irgendwo eine Kamera. Egal, ist nicht meine Aufgabe. Egal, ist nicht meine Aufgabe. Der wird wahrscheinlich gleich rauskommen. Ich denke mal, er wird ihn sehen, oder? Der sieht ihn nicht mal. Oh. Das war knapp. Ist das der Typ? Junge, weißt du die wahrliche Bezeichnung für Senpai? Die wahrliche Bezeichnung. Ich glaube, Senpai bedeutet irgendwas mit. Also, es soll. Also, ich. Ist eine Person, zu der man aufsieht, mehr oder weniger. Also, das. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Bedeutung von Senpai ist, aber ich glaube, du trollst mich gleich. Ich hab das Gefühl, dass du mich gleich trollst. Warum gibt es hier keine Kameras? Was ist da los? Okay, den muss ich niederschlagen. Da könnte ich aber theoretisch auch hier hoch. Oder? Einfach hier hochjumpen. Na klar, würde das gehen. Jetzt kann ich einfach gehen. Oder auch nicht, weil ich komme hier nicht runter. Wer jetzt? Tschüss. Neue Fähigkeiten, 4 Punkte, sehr schön. Einmal Dampfleitungen. Ich wusste es bis eben nicht. Der Senpai ist einer, der länger in der Organisation ist als man selbst. Das ist die direkte Bezeichnung von Senpai. Das kann auch sein, ja. Weil ich weiß, dass in Schulen in Japan. Zum Beispiel sagen wir Zweitklässler zu Viertklässler, also Senpai sagen. Weil sie eben älter sind oder, wie du jetzt schon gesagt hast, länger in der Organisation. Ich soll den Heinz ab jetzt Senpai nennen. Alles klar. Ich wusste es bis jetzt selbst nicht. Ich sah es auch immer als Meister. Ja, Meister nicht, aber... Ich dachte, zu der... Eine Person, zu der man aufsieht. So, ja. Senpai ist ja Sensei. Sensei ist ja... Ah, Senpai ist Sensei. Meister ist ja sowas wie Sensei, oder? So Lehrer, Sensei. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Na, Wikipedia besagt Senpai. Ist der japanische Begriff für jemanden, der länger bei einer Organisation ist als man selbst. Ja, dann wird das schon stimmen. Früher geboren ist eine japanische Anrede. Im Budo. Hä? Was? Ja, man wird Sensei als übliche Anrede für Doktor, Professor, Arzt, Lehrer oder Meister. Ja. Gut. Dann mal die nächste Mission. Mission. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool. Nicht den Kopf verlieren. Nicht den Kopf verlieren. Da. So. Ein Zugangscode zu Racines Büro. Erstmal wieder ein Scan. Zack. Ich finde das Tool so nützlich. So, wie kann ich rein? Da gibt es doch sicher einen Hintereingang, oder? Ein Seiteneingang oder irgendwie sowas. Ich schau einfach mal. Oder auch nicht. Ach, oh ja, hier. Ob der sicherer ist? Ich weiß es nicht. Da ist gerade keiner. Perfekt. Dann schnapp ich mir schnell den Typen. Ach du Scheiße, was ist das für einer? Oh mein Gott. Das ist doch so einer, den ich im Gefängnis drin hatte. Der so viel ausgehalten hat. Aber ich frage mich, ob man den auch ausschalten kann, so heimlich. Das wäre interessant. Das Sicherheitscode hacken. So. Muss ich hier durch. Warte lieber, bis der sich umdreht. Ja, sieht er mich? Oh shit. Oh Mann, ist das. Huh? Nein, nichts. Was war das? Nichts. Ist da nicht drüben etwas? Nein, da ist gar nichts. Ich probier's einfach. Was soll's? Es geht nicht. Es geht nicht. Das war so klar. Was ist passiert? Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Hä? Die wissen aber nicht, wo ich bin, oder? Hä? Hat er mich gesehen? Scheiße!
Ich glaube, da drüben war er. Hier ist er. Wir sind im Arsch. Ach, schade, das wollte ich eigentlich. Ha, blöd, dass man den irgendwie nicht ausschalten kann. Es war ein Versuch wert. Ein Versuch war es wert. Schnallt ihn endlich ab! Da ist eh keiner mehr. Er schießt jetzt von da drüben! Er schießt jetzt von da drüben. Und wie er geschossen hat. Da ist so dunkel. Aber vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen, die man finden kann. Ich habe vorhin so einen Audiolog noch so nebenbei gesehen.